Liebe von hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier vor dem Eingang der Zwergenfeste. Und eine doch sehr unangenehme Sache ist passiert, ist mir aufgefallen. Und zwar, Waylon ist krank. Waylon hat Blutfeuerfieber. Möglicherweise hat das was mit dieser Falle zu tun, die wir ausgelöst haben. Ich weiß es nicht genau, aber das ist eine unangenehme Krankheit. Inkubationszeit ein Tag. Dann gibt es sozusagen eine Frequenz von einmal am Tag, dass Folgendes passiert. 1d3 Stärkeschaden, 1d3 Geschicklichkeitsschaden und Erschöpfung. Heilen kann das von selbst, wenn man zweimal aufeinanderfolgend Rettungswürfe schafft. Und der Rettungswurf ist Zähigkeit mit Schwierigkeitsgrad 14. Das wird durch den Konzentrationsbonus modifiziert. Das ist ungünstig bei ihm, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr, sehr unschöne Sache, habe ich das Gefühl. Insofern müssen wir uns erstmal beeilen. Und zweitens habe ich aber gesehen, dass Harem... Nee, nicht Inventar. Ich wollte zum Zauberbuch, dass er hier einen Zauber hat, Krankheit kurieren. Den können wir auch versuchen. Den muss er natürlich erstmal lernen. Dazu müssen wir wieder einmal schlafen. Na, mal gucken, wann wir das machen. Erstmal geht es Waylon ja noch einigermaßen gut. Wir werden ihn jetzt mal ganz normal heilen. Wir werden jetzt mal positive Energie fokussieren. Ja. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Valerie ist bei 75 von 82. Ja. Ich würde mal sagen, das lassen wir erstmal und dann schauen wir, wie das mit Waylon weitergeht und wie schnell wir jetzt hier was tun müssen. Unschön die Geschichte, unschön. So, was finden wir hier? Ein Amulett, das wir noch nicht kennen. Natürlich Rüstung plus 2. Oh, sehr cool. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, eigentlich können wir häuten und alles einsammeln. Und was mir noch eingefallen ist, wegen der Zähigkeitsrettung, da können wir durchaus was machen. Wir können nämlich von Valerie den... Nee, von ihm hier den Zweierresistenzumhang wegnehmen. Wo haben wir den jetzt hingelegt? Ah, jetzt finde ich den nicht wieder, oder? Doch, da unten. Den geben wir Waylon, dann hat er noch eine Zähigkeit mehr. 6. Und kann vielleicht doch besser den Wurf noch machen. So, und dann haben wir doch gerade noch was bekommen, was Feines. Nämlich natürliche Rüstung plus 2. Und das geben wir dann auch Harem, der dann 28 hat. Sehr cool. Und Lindsay kann dann die plus 1 bekommen. Sie hat dann 20. Ja, das ist eine feine Sache. Immerhin das. Und dann marschieren wir mal weiter. Nee, 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 das wollte ich mir nicht angucken. Irgendwas sehen wir hier. Harem, es ist schlimmer, als ich dachte. Harem zupft mit schmerzerfülltem Blick an seinem Bart. Zwerge, wo seid ihr geblieben? Warum habt ihr diese Festung aufgegeben und zugelassen, dass sie von Monstern entehrt wurde? Wurdet ihr am Ende getötet? Hat niemand überlebt, um euren Familien von eurem Schicksal zu berichten? Er wendet sich dir zu dir um. Jetzt seht ihr es, Waylon Funkelstein. Diese einst so stolze Festung ist gefallen. Ihre Bewohner sind lange fort. Am Ende unseres Weges erwartet uns alle Tod und Vergessenheit. Bald werden auch wir beide in die ewige Leere zurückkehren. Ja, Harem, du hast ja recht. Am Ende unseres Weges erwartet uns das alles. Aber das heißt nicht, dass das ganze Leben überschatten muss und dass wir es feiern müssen. Also, ich habe nicht vor, in nächster Zeit mit der ewigen Leere Bekanntschaft zu machen. Harem seufzt. Eure Ignoranz ändert gar nichts. Ihr könnt das Ende eures Weges gar nicht verfehlen. Mein Ziel ist es, euch darauf vorzubereiten. Das ist der Wille von Grotus. Übertreibt. Vielleicht war die Festung ja nicht mehr nötig und die Zwerge haben sie einfach aufgegeben. Das könnte doch sein. Harem zieht eine missbilligende Grimasse. Wenn ihr so argumentiert, müsst ihr wirklich sehr wenig über Zwerge wissen. Wir sind die starrsinnigsten Wesen der Welt. Zwerge würden eine Festung niemals kampflos aufgeben. Er hebt den Blick und starrt auf die zerstörte Statue an den Toren. Oh, du Wiege des Leids, da wären wir. Du Wiege des Leids? Okay. Ihr redet dummes Zeug, gehen wir. Ja, da ist der Kopf
abgeschlagen, ein Teil des Kopfes. So, was finden wir hier noch, bevor wir da hineingehen? Der steinerne Wächter der Festung erblickt beinahe anklagend das umliegende Chaos. Hier geht es interessanterweise noch höher und es geht hier in den Hof hinab, ne? Das ist ja das, was wir eigentlich vermieden haben durch unsere Athletik-Geschichte. Aber ich denke, hier hoch können wir durchaus nochmal gehen. Vielleicht finden wir hier noch was. Auf jeden Fall können wir mal die Aussicht hier genießen. Ah nee, wir können auf den Zinnen hier noch spazieren gehen. Immerhin das. Und vielleicht sehen wir, was noch hier im Innenhof ist. Interessant. Wen haben wir da? Noch ein Troll, andere Wächter. Ja, die Frage ist, muss dieser Kampf jetzt, müssen diese Kämpfe geführt werden? Also ich werde auf jeden Fall diese Kämpfe irgendwann führen. Aber ich denke, wir werden uns jetzt erstmal in die Festung bewegen. Konzentrieren wir uns jetzt auch mal auf das Wesentliche. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwelche sekundären Wächter zuerst töten. Das schwächt uns nur. Unnötig. Mal sehen, was dort auf uns wartet. So, haben wir noch irgendwas übersehen? Nein. So, und da sind wir. Und das ist ja gleich hier eine riesige Halle. Und, ungewolltes Vermächtnis. Mit Herrn der Ruinen der Zwergenfestung Untersuchung. Hier sind sie, die Ruinen, nach denen Herrn gesucht hat. Eine unterirdische Zitadelle, die von den Zwergen aufgegeben wurde und nun von deren und unseren schlimmsten Feinden bewohnt wird. Trollen. Was hofft er dort zu finden? Das ist die große Frage. Man geht irgendwie, wenn man so im Raum ist, möchte man nicht direkt in die Mitte gehen, ne? Irgendwie, so vom Gefühl her. Aha! Ist das dieser Oberfelstroll? Ja, schön, dass wir uns jetzt so richtig gut positioniert haben. Und nein! Nein! Das ist jetzt richtig doof gelaufen. Ah, verdammt. Hargulka. Eine heulende Horde von Trollen wartet am Eingang der alten Zwergenfestung. Sie knurren, schlagen mit ihren Fäusten und keulen auf den Steinboden. Und... Ah nee, das ist doch nicht dieser komische... Das ist der König. Ah ja, ja. Und schleudern dir Flüche entgegen. Jedes Geräusch wird verstärkt und hämmert wie eine Trommel an die Wände. Trotz dieses Empfangs greifen die Trolle nicht an. Als würden sie auf den entsprechenden Befehl warten oder die Erlaubnis. Der Troll steht neben dem Podest einer riesigen zerbrochenen Thorak-Statue. Er ist nicht der größte oder erschreckendste der anwesenden Trolle, aber seine Bewegungen und Augen vermitteln eine seltsame Überlegenheit. Eine Überlegenheit gegenüber seinen Leuten und auch dir. Das Brandmal in seinem Pelz ist fast verheilt. Es pulsiert schwach im Einklang mit seinem Herzschlag. Ah! Gäste, du stehst an der Schwelle der Festung von Hargulka, dem König der Trolle. Jedes seiner krächzenden Worte klingt, als würde man einen stählernen Dolch über einen Stein ziehen. König Hargulka hat dich nicht eingeladen, Borba. Die umstehenden Trolle starren dich schweigend mit hasserfüllten Blicken an. Erkun starrt die umstehenden Trolle mit zusammengekniffenen Augen an. Es hat nichts Gutes, mit Monstern zu reden. Wir sind wegen ihrer Köpfe hier, nicht zum Plaudern. Ich nehme an, du bist Hargulka. Natürlich reden wir erstmal, so ganz klar. Du das selbst erraten oder du hattest Hilfe? Nein, nicht selbst. König Hargulka dir gesagt. Kluger Borba, so klug. Oh mein Gott, der kann sogar ironisch sein. Das wird ja immer abgefahrener. Hargulka grinst siegessicher. Tartuk, der König der Kobolde, hat gemacht Trolle unsterblich, lehrte uns mit Borba zu reden. Jetzt Trolle sind klüger als Borba, stärker als Borba, besser als Borba. Hargulka richtet sich auf und lässt seine Muskeln spielen. Was du sagen, Borba, was du jetzt sagen, wo Trolle sind besser als du?
Okay, wir können ihm einen Deal anbieten. Aber ehrlich gesagt, ich will diesen Deal nicht wegen Tatuk, sonst würde ich das vielleicht machen. Wir können versuchen, ihn einzuschüchtern. Das machen wir. Das machen wir. Das ist Raidens Stärke. Säure kann dich immer noch töten. Du bist also nicht wirklich unsterblich. Wenn du gestattest, beweise ich es dir. Mehrere Trolle weichen ängstlich zurück, doch ein bedrohliches Knurren von Hargulka lässt sie erstarren. Trolle können mit Säure getötet werden, das stimmt. Aber Menschen können mit Säure, Feuer, Stahl, Holz, Stein oder Faust getötet werden. Verglichen mit Menschen sind Trolle unsterblich. Du wirst diesen Ort nicht verlassen, dummer Borba. Hättest nicht kommen sollen. Er reibt sich das halb verheilte Brandmal auf seiner Brust. Hargulka muss sich aber vorbereiten. Finde Hargulka später, wenn du kannst, fremder du Borba Durgabanzak. Hargulka schlägt mit seiner Faust, mit seinen Fäusten gegen die Thorak-Statue und springt in den Seitengang. Okay. Wow. Da hat er mal eben die Statue gemacht. So. So schlecht stehen wir doch gar nicht. Wo ist denn... Valerie steht unter dem... steht unter dem Troll oder was soll das? Das Problem ist, wir müssen jetzt hier jemanden rausbekommen, um da hinten den Troll zu töten. Und zwar schnell. Vielleicht den Hund einfach mal mit dem Ansturm dahin schicken. Warum kann ich jetzt hier nicht scrollen? Was ist hier los? Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig gerade. Ich kann den Bildschirm nicht scrollen. So, Amiri. Ne, alle machen jetzt... Also, du machst Säure und zwar auf den da hinten. Lindsay macht ein Lied. Ekondayu macht einen Angriff auf da hinten. Und ja, gegen wen? Ah, Harem ist hier das Ziel geworden. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Hm. Ja gut, ich hoffe, er steht das durch. Das heißt, Valerie ist nicht das Ziel. Dann geht sie mal aus der Defensive raus und greift an. Aha. Jetzt kann ich auch zoomen. Alles klar. So, das Problem ist jetzt, der kommt jetzt sehr schnell nah und der blöde Hund, der macht erst sonst wann seinen Sturmangriff. Wir müssen irgendwas anderes tun. Amiri muss dahin. Nee, der macht jetzt seinen Sturmangriff. Alles gut, dann geht's ja. Lindsay, kannst du mal Lied spielen? Harem kriegt auch gleich mal eben Schaden. Naja, ist halt nicht so seine größte Stärke. So, Lindsay. Okay. Lindsay, du schießt auch hier hin. Ach komm, wir haben die doch relativ schnell. Das ist eigentlich eine simple Angelegenheit für uns. So, der erste sinkt schon. Erledigt. Dann mach hier bitte einen Ansturm hier hin. Und macht auch einen Ansturm dorthin. Und dann ist es das eigentlich schon bald. Ja, das war's. Okay. So. Das Versteck der Trolle zerstören. Wir haben das Versteck der Trolle gefunden. Endlich sind wir bereit, diesen Hort des Bösen ein für alle Mal zu zerstören. Endlich ist er da, der Anführer der Trolle, Hargulka. Holen wir ihn uns. Lindsay, du bist echt gut hier, so im Motivieren der Truppe. Hervorragend. Tja, dieser Deal mit den Trollen, man hätte den bestimmt machen können. Aber wie gesagt, ich finde, dadurch, dass Tatuk dabei ist, ich weiß nicht, wie man das ernsthaft erwägen kann. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier genauer um. Warum hat er jetzt die Statue kaputt gemacht? Hat er damit den Weg irgendwie zerstört, die in den Land gegangen ist? Selbst robuste Zwergenmauern konnten der Wut der Trolle nicht trotzen. Na, tatsächlich, wir kommen da hinten nicht so einfach hin. Du bist schwach, Thorak. Schwach und armselig. Wie konntest du, der Gott aller Zwerge, der große Schöpfer, von einem jämmerlichen Troll zu Fall gebracht werden? Ekondayo, ihr habt den Gott mit der Skulptur verwechselt, die ihn darstellt. Merkt Ekun ruhig an, aber Harem scheint ihn nicht zu hören oder sein Einwurf interessiert ihn nicht. Götter sind nicht armselig. Jene, die ihre Füße umschmeicheln und um ihr Wohlwollen buhlen, brechen in Tränen aus, wenn keine Brotkrumen vom göttlichen Tisch herabfallen. Und wie können die Zwerge auf dich vertrauen, du verräter Gott, sagt Harem wieder zu dem
zur Statue des Zerbrochenen. Wie willst du dein Volk beschützen, wenn du dich nicht einmal selbst verteidigen kannst? Jetzt können wir hier, weil ein Wissen-Religionswurf erfolgreich war, was spezielles antworten, dann machen wir das auch gleich. Ihr verwechselt den Grund mit den Folgen. Thoraks Anhänger haben diesen Ort verlassen. Ihr Glaube stärkt Thorak nicht mehr, also hat er keinen Grund, diese Festung zu beschützen. Aram öffnet den Mund, um zu widersprechen, findet aber offenbar keine guten Argumente. Schließlich gibt er auf. Ihr seid so blind, Waylon Funkelstein, sagt er, nur um die Stille zu überbrücken, ehe er sich abwendet. Gut. Hört auf zu jammern. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Der Zwerg wendet sich von der Statue ab und stellt sich mit gesenktem Blick hinter dich. Wir springen ganz schön hart mit Harem um, muss ich mal sagen. Aber irgendwie ist doch gut, dass er dabei ist. Gerade bei diesen Zwergen-Überresten. So, okay. Also da geht's nicht durch. Wir können links oder rechts hoch. Das ist jetzt die Alternative. Gehen wir mal hier lang. So, ich hoffe, alle sind gut dabei mit Wahrnehmung, Fallen entdecken und all so ein Kram. Das ist ja das Übliche in Zwergenfestungen. Kennt man ja. Das sieht schon so aus, irgendwie, als ob da was rauskommt, wenn man da was Falsches berührt. Okay, da ist eine Tür verschlossen. Möglicherweise hilft unser Schlüssel, wenn wir sehen. Das sieht auch schon so ein bisschen wie eine Falle aus. Aber normalerweise erkennen unsere Leute ja das immer. So, was ist das hier? Die Beute aus den umliegenden Dörfern ist zu einem Haufen aufgetürmt. Okay. Wir finden rußgeschwärzte Handschuhe. Und einen Trank. I do what I must. Okay, war doch keine Falle. Ich habe es jetzt mal ausgetestet. Aber hier wartet irgendwas Fieses bestimmt hinter. Mal gucken, ob wir das... Jawohl. Oh, das sieht aber cool aus. Und das sieht immer aus wie eine Falle. Man mag da gar nicht rübergehen. Was ist denn das bitte? Karga. Fark Borba hier. Ach Gott. Borba will Papa töten? Warum Borba Papa töten? Ekon zuckt zusammen. Felstrolle. Kleiner als Kargat. Okay, hier geht's zu Kargat offenbar. Die Trolle, die scheinbar aus dem Nichts erschienen sind, sehen aus wie kleine Kopien von Kargat. Allerdings sind sie im Vergleich zu diesem eher klein, da sie ungefähr die Größe eines erwachsenen Mannes haben. Borba will Papa töten. Borba Garung, Borba böse. Ekun hebt lautlos eine Braue. Die Trolle laufen nicht weg, sondern starren ihn entsetzt an. Du uns auch töten, Borba? Ei, Leute, das ist eine schwierige Sache, wie ich finde. Ich meinte, das sind Kinder. Okay, Kinder von Felstrollen. Die Frage ist, würden die in den Kampf eintreten? Ah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, Leute. Ich tue mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einerseits... Nee, komm. Wir halten ihn mal auf. Wir müssen das noch nicht gleich hier auf die Spitze treiben. Das sind doch nur Kinder. Sie haben nichts Falsches getan. Keine Kinder. Trolle. Monster. Entgegnet Ekon mit zusammengebissenen Zähnen, ohne seinen Bogen zu senken. Okay, wir können jetzt einschüchtern machen. Weg mit dem Bogen, Ekon. Das ist ein Befehl. Und zu den Trollen, lauft lieber weg. Falls mir zu Ohren kommt, dass ihr jemanden angegriffen habt, komme ich zurück und töte euch. Okay, das war erfolgreich. Nach einigen langen Sekunden gehorcht dir Ekon widerwillig. Ihr seid hier, um mir bei meiner Rache zu helfen. Ich schulde euch etwas, murmelt er. Als würde er sich selbst daran erinnern. Lasst uns gehen, ich will sie nicht mehr sehen. Er nickt in die Richtung der Felstrolle.
Ja, gut. Die hauen jetzt erstmal ab. Alles klar. Und da kommt der Dicke, oder was? Eieieiei. Okay. Chaotisch böse. Stufe 7. Das klingt jetzt ehrlich gesagt noch nicht so mega gefährlich. Ich weiß jetzt bloß nicht, was er für Resistenz hat. 220 Trefferpunkte. Das ist wahrscheinlich der Punkt. So. Dann lasst uns jetzt mal so ein bisschen aufrüsten hier. Valerie. Defensive erstmal natürlich. Und du gehst nach vorne. Das ist klar. So. Wobei, eigentlich würde ich gerne nochmal Verschwimmen auf dich machen. Das geht aber nur, wenn du hier stehen bleibst und Lindsay hinlaufen kann. Mach das mal. So, du machst jetzt natürlich Säuremaul. Nee, du machst Orkanbogen erstmal, danach Säuremaul. Amiri geht nachher in den Kampfrausch, macht sich schon mal bereit. Kann aber auch von... Nee, geht mal darüber. Mhm. Harem wird einen Segen zaubern auf uns alle. Wobei, da haben wir auch den Stab nachher noch. Und Waylon. Tja. Macht einfach mit Säure weiter. Feuer. Ich weiß nicht so genau, was jetzt wirksam ist. Machen wir einfach mal einen Säureangriff. Da muss er allerdings auch wieder rangehen, ne? Ist auch doof, ne? Naja. Lindsay kommt nicht gut durch, wie es aussieht. Lindsay kommt gar nicht durch. Doch, sie macht das jetzt mit dem Verschwimmen. Das ist okay. Oh oh. So, mach doch mal dein Verschwimmen. So, alles klar. Das war der Segen und jetzt kommt noch was anderes. Jetzt machen wir noch... ach, das haben wir... Ach, das haben wir ihm weggenommen. Das haben wir nicht mehr im Repertoire. Ja, das ist ärgerlich. Na gut. Bebende Knochen können wir mal machen. Direkt mal hier. Das macht, glaube ich, ganz hübschen Schaden. So. Ja, das könnten wir von da machen können. Okay, egal. Es geht los, Leute. Verschwimmen ist gelungen. Valerie kann hingehen. Lindsay muss wieder ein Stück zurückgehen, würde ich mal vorschlagen. Aber ihr Lied schon mal anstürmen. Was macht er denn da? Der braucht seine Zeit, ehe er zuschlägt. Ja, und Amiri geht in den Kampfrausch und wird dann irgendwann in den Sturmangriff gehen. Geht aber nicht, weil irgendwas im Wege ist. Dann gehst du noch mal ein bisschen zur Seite. Da ist schon mal einen schönen Fehlschlag geleistet. Das ist gut. Das ist gut. Bebende Knochen läuft. Orkanbogen läuft. Dann machst du jetzt Säuremaul. Und der Hund versucht auch einen Ansturm. Das geht immerhin. Amiri von dort geht immer noch keinen Ansturm. Dann gehe ich hier nochmal wieder hin. Ja. So. Wenn sie feuert, du machst Säure. Du machst Säuremaul. Oh, was hat er jetzt gemacht? Bebende Knochen? Ne, er hat noch irgendwas anderes gemacht. Egal. Es hat auf jeden Fall funktioniert, bebende Knochen. Das war gut. Ja. Und jetzt bitte ganz normal angreifen. So, wir kriegen den. Bisher hat er, glaube ich, noch keinen einzigen Schaden gemacht bei uns. Der ist schon halb runter. Okay, jetzt ist Valerie mal getroffen worden, aber ey, wir haben ihn fast. Leute. Da sinkt er hin. Der Troll macht ein krächzendes Geräusch und fällt polternd zu Boden. Dunkles, zähflüssiges Blut sickert aus seinen Wunden. Er versucht, die Hände zu heben, um sich zu verteidigen, kann aber nur noch seine Fäuste ballen. Er schnappt ein letztes Mal mit seinen Kiefern, um dich zu beißen. Mit einem Mal wird er still. Erledigt. Als Ekkon seufzend seinen Bogen senkt, bist du nicht sicher, ob er über den Tod des Trolls, seine Vergeltung oder seinen geistigen Zustand spricht. Im trüben Licht hat es den Anschein, als würde das Funkeln aus Ekkons Augen weichen. Auf seiner Stirn scheinen einige Sorgenfalten zu verblassen. Der Waldläufer nähert sich dem besiegten Troll und starrt den Kadaver verächtlich an.
Seine Lippen sind nur eine dünne Linie, seine Fäuste sind geballt und seine Knöchel weiß. Wortlos hebt Ekkun sein Bein und versetzt dem Felstroll einen heftigen Tritt in die Seite. Obwohl dies für den Waldläufer sehr schmerzhaft gewesen sein muss, regt sich in seinem Gesicht nicht ein Muskel. Sein Gesichtsausdruck ist eine Maske aus Wut und Leid, das den Schmerz des Trittes verblassen lässt. Erledigt, wiederholt Ekkun leise und sieht dich an. Ich danke euch. Eure Hilfe war unbezahlbar. Er zuckt mit den Schultern. Ab sofort werde ich alle eure Fragen beantworten, wenn ihr meine Antworten noch wollt. Das habt ihr euch verdient. Okay. Die offene Rechnung ist beglichen und er steht jetzt dort wie versteinert. Obwohl kein Tageslicht hineingefallen ist. Vielleicht hätte man ihn auch hier hinten hinlocken können. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Fällt mir gerade mal so ein, wo hier Licht reinfällt. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber wir haben es auf dem konventionellen Weg ja auch relativ simpel hingekommen. Alles klar, liebe Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier uns weiter vorarbeiten in diesem Trollversteck und zum Kern hier wollen. So, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.